und herzlich willkommen zur neuen Folge Ark Survival Wolf. Und es geht weiter, Projekt Raptor Baby. Und wir nehmen natürlich den größten Raptor. Der auch extrem geladen ist. Was hat denn der? Nerdy Glasses. Sahen die schon immer genau so aus oder haben die Skin ein bisschen geändert? Okay, bis jetzt muss kurz hier das Zeug hier rausschaffen. Aber jetzt bin ich natürlich, wenn der so viel Scheiße dabei hat, auf gut Deutsch, dann kommen wir ja nie weiter. So, dann hier spoilert mich rein. Beides können wir ja hier auch reintun, rein theoretisch. Lederbesser, oh falsch. Lederbesser hier rein. So. Okay. Gut. Okay, dann gehen wir. Marco vorverpeilt. So. Unser Alpha. Ja, der kommt auch sehr schnell vorwärts. Ach Gott, ey. Ja, wenn wir denken, dass die beiden Raptoren, der Alpha war unser erster Raptor. Der hatte mich damals nämlich noch an der Klippe über den Hang angesprungen. Und ich habe den da mit zwei, drei Betäubungspfeilen echt erledigt. Das war echt damals haarsträubend. Und der hat mich bis jetzt sehr gute Dienste geleistet. Weiß gar nicht, wieso ich überhaupt nicht in meinem Alpha den Skin gegeben habe vom Skeleptraptor. Ah klar, weil wir natürlich den erst später geholt haben. So. Okay. Sind immer May geboostet. Die können wir nämlich jetzt. To May. So. Bevor wir das jetzt machen, müssen wir uns damit orientieren. Wir brauchen jetzt mal ein paar Elektroteile noch. Ich habe hier bereits einen Stromleiter unten durch verlegt. Jetzt muss ich schauen, ob ich die Steckdose anbringen kann. Ich brauche mal eine Steckdose. Machen wir mal zwei. Diese hier. Ja, okay. Ich muss zuerst mal Holz holen. Unglaublich. Speedy, komm, nehme dich kurz. Ist hier was Gefährliches? Nein. So. Ja, du hast uns hochgestellt, wie schon immer. Aber damit es ein bisschen schneller geht, dass wir hier nicht so ewig lang farmen müssen. Bei Farmen, denke ich, kennt jeder selber. Und das Spiel ist ja so aufgebaut, dass das Spiel sich entsprechend modifizieren kann, wie es einem halt gerade so liebe, sag ich jetzt mal. So, okay. Also. Dann machen wir einen Turn. Brauchen wir jetzt noch Wut hier rein. So, Electronics. Für den habe ich aber auch schon genug Ressourcen gefarmt. Turn on. Und machen wir mal so 10. Ach, wir brauchen ja auch ein paar dafür, ne? Weil aussieht, was ich denn da, wo es gebaut wird. Okay, gibt es da keine Warteschleife oder sowas ähnliches? Habe ich so eine Steckdose gebaut oder nicht? Nein, habe ich nicht gebaut. Jetzt baut sie. Okay, so. So, dann müssen wir. Dann brauchen wir noch die Air Conditioner. Dafür brauche ich. Ich will mal 4 bauen. Brauchen wir 20 Polymere. 19. Noch 18. Noch 17. 16. So. Ich glaube, ich habe so viele jetzt dann. Und wir brauchen. Electronics. Wenn ich das richtig sehe, brauchen wir alle. Was ist krass, brauchen wir so viele? Ja, eigentlich schon, ne? Craft all. Boah, ich dachte schon, das Spiel spielt gleich ab jetzt.
So, dann können wir nachher die Conditioner bauen. Boah, das geht echt an beide hier. Ich kann ja eigentlich mal die Steckdose mal verteilen derzeit, der hier arbeitet. So. Okay. Und ich denke, ich werde jetzt mal. Ich weiß nicht, kann man die zwischen reinbauen oder geht die aufs Ende? Ich habe keine Ahnung, warte mal. Kann ich die? Ach, ich kann die auch so reinsetzen, okay. Hier mal eine und hier eine. Hier. So. Gut, die sind mal gesetzt. Dann wieder zurück. So, dann können wir eigentlich mal die erste bauen. Zwei bauen. Ich denke, wir haben zu wenig Electronics. Einen könnte es nicht reichen. Aber ich bin so gespannt dann gleich. Wenn er hier kommt, bevor es hier bei 15 ist, dann reicht's. Wenn nicht, dann haben wir zu wenig. Es reicht so. Boah, genug Material gefarmt. Um eine vierte Klimaanlage zu bauen. Ja, super. Lädt er den Haufen hin. Aber wie die EP so nicht weitergeht, sobald man ein gewisses Level hat, geht die EP auch extrem schleichend. Gut, okay. Ich glaube 80 ist das letzte Level, oder? 90. Ich kann gerade den Platz vorsatteln noch. Ach du Scheiße. Ach, hier sind die Sachen, die ich immer reinkopieren habe lassen. Ein Laserfans, okay. Ah. Das sind nämlich Lasertore. Was brauchen die denn überhaupt zum Herstellen? So, noch einer. So, turn off. So, wie schwer sind eigentlich diese Dinger jetzt? 16 geht er noch. Kann ich mir noch tragen. So. Craftables. Okay, ich sehe schon, man muss dafür das hier haben, damit man das überhaupt bauen kann. Ne? Das sieht so aus. Lol, was das der hier braucht zum Zusammenbauen. Na gut, das mache ich später mal an. Arg ist auch sehr modfrei, man kann echt viele Mods von anderen hier reinkopieren, wenn man möchte. So. Also, stell mir kurz die Dinger hier an. Falsch. So, Conditioner. Eigentlich möchte ich gerne hier so einstellen. So, noch einer. So. Was? Ja klar. Und jetzt ist das Problem. Die haben auf einer Seite die Lüftung. Und irgendwie. So. Müssen wir schauen, dass die Eier natürlich von beiden Seiten bewärmt werden. So, okay. Da haben wir sie schon runtergelegt. Das ist nicht so komisch aus, wenn die quer durchgehen. Aber sehr gut, das ist eigentlich hier und andere da lang. Okay, dann können wir jetzt mal schauen, was unsere Raptoren machen, wenn wir die jetzt hier zur Paarung bewegen. Tor zu. Und enable wandering. Und enable wandering. Komm. Enable wandering. So. So, jetzt müssen wir kurz schauen, ist hier irgendwo. Ach, hier, seht ihr? Mating Prozess. Ah, und da kommt ein Herz oben dran. Wo die pochen. Boah, das geht wie schnell noch. Die Raptoren haben auch ein ziemlich gleiches Level. Und das Baby soll ja angeblich den Durchschnittswert von den Eltern bekommen. Das heißt, wir haben dann eigentlich, wenn das Baby ausgewachsen ist, auch gleich ungefähr ein Level 65 Baby, was ja auch nicht schlecht ist. Oh, nee. Oh Gott.
Jetzt hat er sich bewegt. Spreche ich das, wenn ich darauf springe eigentlich? Okay, wir sehen schon, das ist nicht so einfach. Okay, Moment mal, ich muss ein bisschen Holz haben kurz. Speedy, du hast ja glaube ich noch Holz dabei. Und haben jetzt alles. Nee, da hat gar kein Holz dabei. Ich habe Holz dabei. Gott, die haben wir glaube ich alles hier reingetan, Fabricator. Okay, dann muss ich mir kurz nämlich ein bisschen rausnehmen. Hier. Da bauen wir kurz nämlich noch ein paar Wände. Wood. Fiber haben wir noch. So. Dann sperren wir ja kurz noch ein bisschen mehr ein. Also, kann sie, wenn die Kinder wegrennen, ne? So, okay. Moment mal. F. Gibst du ein bisschen Gewicht auch, damit du. Oder mit ihr. Wow, 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 wow. Aber sonst geht's euch noch, oder? 7. So. Hallo? Unglaublich. Kann ich was bauen? Eine Fetchwall oder so? Wall irgendwas. Deine Fetchwall. So. Jetzt kann ich zusehen. Ah, ich sehe nichts. Warte mal, ich muss da rüber. Ich muss da auf einen Raptor schnell springen. So. Ja, super. Die sind immer noch zu weit weg, ne? Mein Gott, jetzt habe ich sie im Hals noch. So. Ach, die können immer weglaufen. Boah, wie ätzend das bitteschön. Was ist das? Komm, lauf rüber. So. Jetzt habe ich euch aber. Nee, ich will den Namen. Vielleicht die anderen sehen. So. Jetzt kann es eigentlich nicht weglaufen. Es müsste eigentlich funktionieren. Nicht, soll ich wieder hochkommen, wie doch Leiter. So. Ich kann leider nicht benutzen. Du hast mich verarscht, die Raptoren. Die wollen mich nicht sehen lassen. Mail-Prozess ist glaube ich über 50% oder so. Mal, reißen wir die hier ab. Ich brauche wieder Ressourcen zurück. So, schauen wir kurz, was wir machen können aus Wut. Die laufen jetzt sogar hier drin. Unglaublich. Rampe kann ich bauen.
Raptor. Nee, nee. Das müsste echt passiert sein. Ja, das sei. Weg, weg, weg. Demolish. So, müsste hier ein verifiziertes Ei sein. Ja, ist es auch. Komm. Ah, weg hier. So, da haben wir das Ei. So. Und jetzt versuche ich, gehe das zum Multiplayer-Server, das Ei nicht zu essen. Ja, ich habe da das Ei gegessen. So, die müssen funktionieren jetzt. Wir müssen aber schauen, das Ei braucht eine bestimmte Wärme. Und jetzt machen wir das so. Anklicken und Drop Item. So, und jetzt schauen wir an. Incubation. Sieht gut aus. Und jetzt geht es halt darum, dass das Ei eigentlich schneller ausblühtet, als die Yield sinkt. Aber zurzeit sinkt ihnen die Yield ein bisschen schneller. Ich hoffe jetzt mal, dass die Yield auch gesunken ist, weil es da rumlag vorhin in der Wärme. Puh, das kann aber dauern, ey. Da bewegt sich ja echt gar nichts, ne? Das ist auch ein Ding auch, irgendwie. Das Ding. Oh, da hat sich bewegt, ey. Das geht ja ewig, ey. Ja, gut, okay. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal so sein. Und die nächste Folge wird dann sein, wahrscheinlich kurz bevor das Raptor Baby schlüpft oder geschlüpft ist, wie auch immer, schau, wie ich es dann hinkriege oder wie ich es gerade erwische. Weil jetzt hier drauf zu warten, bis das Ei schlüpft, das hat wohl keinen Sinn, das geht ja wirklich in der Ewigkeit. Na gut, ihr seht schon, so geht das Ganze, ihr müsst das Ei halt wirklich irgendwo in die Wärme legen, ihr könnt es rein schon näher ans Feuer legen, da müsst ihr immer schauen, dass es nicht zu heiß und nicht zu kalt hat. Jetzt hier geht es mit 4 Klimalagen sehr gut. Im Eisbiom, im wirklichen Eisbiom, muss man sogar bis zu 6 Klimalagen haben, damit das Ei nicht zu kalt hat. Okay, wir sehen aber gerade jetzt wirklich, dass das Eileben definitiv nicht mehr runtergeht und die Incubation geht definitiv weiter runter. Gut, ich freue mich schon mal, wenn es soweit ist und wir ein kleines Raptor-Baby haben. Bis dahin bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und schaut das nächste Mal ein, das heißt Ark Survival Evolved. Bis dann, tschüss.